Letztes Mal in Tales of Symphonia. Ne, da brauchen wir dieses Ding, was wir da ausgegraben haben. Funktioniert nicht, bewegt sich nicht. Dann lass uns die Kugel der Designs einsetzen, die wir von Pietro erhalten haben. Dann macht das doch gleich. Meine Fresse. Und nun zurück zum Auftrag der Engel. Und damit herzlich willkommen zurück in Tales of Symphonia. Beim letzten Mal haben wir doch noch unsere gesuchte Person gefunden und konnten wieder in die Menschenfarm hier eindringen und haben uns jetzt aufgeteilt. Wir sind mit Lloyd, Kratos und Sheena unterwegs und der Rest der Bande versucht, die Sicherheitseinrichtungen hier drin zu deaktivieren, sodass wir zu Quar vordringen können. Und hier möchte ich jetzt gerne mal... So, ja stimmt, ich kann mich hier ja mal eben erfrischen. Ist aber jetzt gar nicht nötig, oder? Nein, wir sind sowieso erfrischt. Ist gut. Will ich shoppen gehen? Nee, ich glaube erstmal nicht. Wir gehen mal los und schauen mal, ob wir Quar finden. Was ist denn das hier eigentlich? Ach, guck. Ging das letzte Mal schon, als wir hier durch sind? Das Feuer des Mana-Rings ist stärker geworden. Es reicht nun an Stellen heran, die es vorher nicht erreicht hat. Ah, cool. Oh, okay. Kann das jetzt hier sonst noch was irgendwie? Nö, das macht den eigentlich nur hier blau. Und ich komme dann nicht wirklich... Na doch, ich komme vorbei. Aber ich glaube, die gehen mir auf den Sack und ich will noch ein bisschen trainieren. This is gonna be a piece of cake. That's right. Work. Läuft jetzt gerade noch nicht so gut. Jetzt habe ich die große Klappe gehabt. Ich meine, ich nehme jetzt auch nicht viel Schaden. Ich bin jetzt nicht in Gefahr, aber... ja, wir könnten eigentlich direkt mal kochen. Warum eigentlich nicht? Holen wir uns gleich immer ein paar SP wieder. Das ist nicht verkehrt. You're in for a world of hurt. Leg dich hin. Das klang schon wieder falsch. Sorry, Leute. Ich meine das nicht so, aber Let's hurry on. Man, I didn't get to do anything. Tja. Wir können auch nochmal speichern. Naja, dann lass das mal machen. You're in for a world of hurt. Oh, läuft doch nicht so schlecht für den Moment. So, kann ich hier noch irgendwas machen? Nö, ne? Aber ich kann da bestimmt... Nee, da geht immer noch nichts. Okay, ich hätte vielleicht gedacht, da würde jetzt was gehen. Aber nein, offenbar nicht. Was kann ich denn jetzt machen? Okay. Ja, aber was soll ich denn jetzt? Ich weiß ja jetzt, dass ich mit dem Ring jetzt weiter schießen kann. Aber was bringt es mir denn? Das ist ja mal eher die große Frage. Also das hier ist schon verdächtig, aber es geht nichts. Da kann ich da, wenn ich die Funktionen mehrfach ändere, unterschiedliche Funktionen aktivieren? Dass dann hier hinten was geht? Wäre vielleicht noch interessant. Nö. Nur diese beiden Funktionen. Kann ich vielleicht, ich gehe mich mal eben auffrischen, erfrischen. Und hier noch so schönes. Hier, ach, hier kann ich auch rein. Okay, dann war ich wohl einfach falsch. Kann ich hier was machen?
nicht wirklich. Mal hier. Geht auch nichts so richtig. Naja, dann schauen wir uns halt hier oben mal um. Erstmal die Truhe da holen. Scheint der Lagerraum zu sein hier, vollautomatisiert. Wir haben eine Priesterhaube gefunden, okay. Bringt die einem von uns was? Ausrüstung. Priesterhaube. Jaja, tatsächlich. Na dann. Können wir ja mal gucken. Gut, sie kann den Helm nicht aufsetzen, aber naja. Schauen wir später mal. Okay. Mal gucken, was jetzt hier auf uns wartet. Kann ich hier was auslösen? Will auch nicht. Warum nicht? Alter, ist hier was los. Schichtleder gefunden, ha? Granulat. Kriegen wir das Schichtleder was? Ich glaube, das war keine Ausrüstung, oder? Doch. Oh, mehr Verteidigung. Gut. Echt. Alle anderen haben schon das Identische. Ja klar, ich habe ja das auch alles mehrmals gekauft gehabt dann. An der Stelle. Was dann möglich war. Gut, wenn wir es anhalten, verhindern wir, dass die Gefangenen zu Monstern werden. Abstellen. Sind jetzt hier drüben die Förderbänder aus? Könnte das sein? Das würde uns ja gegebenenfalls dann jetzt schon einen Schritt weiterbringen. Ne, die Förderbänder nicht, aber die Kisten sind weg. You're in for a world of hurt. Take this! Wind Slayer! Power! Light! Fire Seal! Take this! Take Lightning! Power! Light! Fire Seal! You ready? Take this! Stoneblast! Tap! Duh! Work! You rest him! Power! Light! Fire Seal! Tap! Tap! Take this! Take Wind Blade! Tap! That was just warming up. Ein Mischgel gefunden. Das ist auch nett. Kann ich mit leben. Ach, na gut, wenn er halt auf der Mappe will, dann soll er auf der Mappe kriegen, was soll's. That's it. How's this getting started? Noch ein Mischgel und ein Apfelgel. Na, ja, lohnt sich ja doch. Ich speichere mal eben nochmal zwischen. Kennt mich ja. Lieber Speicherstände mehr als weniger. So, ja, ja, kommt sie leider. Die Frage ist nur, welches Förderband sollen wir denn jetzt nehmen? Komm, ich nehme ihn jetzt raus. Der nervt mich. One right after another. Gut, dann schauen wir doch mal. Okay, hier geht nichts. Aber geht vielleicht hier was? Nö. Das ist ja doof. Ich dachte, ich kann hier rein. Aber ich kann da hoch. Also. Oder eben auch nicht. Weil ich wüsste jetzt nicht, wie ich es anhalten soll. Komm ich da irgendwie in die Mitte? Don't get too comfortable. It'll be over soon. Take this. Fireball. Yes. Power. Out of my sight. Power seal. Tate! You take this! Stop! It'll be up soon! Tate! Don't overdo it! First aid! Tate! Power seal! Take this! Lightning! Never stood a chance! Hmm.
Hier runter kann ich auch nicht so einfach. Und jetzt? Müsste doch eigentlich quasi mit diesem Feuerring was anfangen können, oder? Ich meine, irgendetwas muss doch gehen hier. Das kann es doch noch nicht gewesen sein. Das glaube ich nicht. Was zum Teufel soll ich hier? Hier drüben wirklich nichts machen? Wundert mich. So. Hier sonst noch irgendwas machen? Irgendwas übersehen? Sieht aber eigentlich nicht so aus, ne? Meine, das war's jetzt. Geht doch nichts weiter. Ich kann hier ja auch nirgends irgendwie nochmal heimlich abbiegen. Irgendeine versteckte Tür oder sowas? Weiß es nicht, ich glaub's aber nicht. Ich meine, es gibt hier ein paar offene Zellen hier. Aber nicht wirklich, also und hier hat es nur die zwei Türen und dieses etwas hier. Kann ich hier irgendwas einsetzen? Nö, nicht bewusst. Seltsam. Naja, dann komm halt ran gerannt. You're in for a world of hurt. It'll be over soon. Now you take this. Air thrust. Okay. Bringt das was? Glaub nicht, ja. Sieht zumindest jetzt erstmal nicht so aus. Das auch irgendwie nicht. Hab's rausgefunden. War es einfach nur eine blöde Idee, die ich mal ausprobieren wollte. Ach, da war ich zu spät jetzt. Ich wollte gerade noch auf ihn schießen, aber gut. It'll be over soon. That's it.
never stood a chance. Ja, wir schlagen uns auch zu dritt ganz gut, muss man ja sagen, ne? So. Toll. Das hat ja gut funktioniert. Na komm schon. Ja, wirst doch wohl. Na also. Sehr schön. Du bleibst stehen. Bleib stehen. Doch. Ach, Mist. Don't get too comfortable. I was just warming up. Einen Haufen Mischgele gefunden jetzt hier inzwischen. Ne? Gut. Oh, stopp. Da war noch eine Truhe. Die würde ich dann doch noch gerne aufmachen. Erfahrungsgemme Level 2. Oh, schön. Oh, Hallöchen. Don't get too comfortable. I was just warming up. Bitte. Jetzt kommen wir der Sache immer näher. Aber hier scheint jetzt wieder ein bisschen mehr zu gehen, deswegen greife ich den mal an. Ich will da in Ruhe gucken können. Alter! Beschäftige dich auch mit Kratos, wenn er schon auf dich reinhackt. Also. That's it. How's this getting started? Gut, jetzt können wir uns hier in Ruhe umschauen. Was hier vielleicht geht oder auch nicht. Oder ist das nur... Das ist nur ein Teleporter, ehrlich? Oh gut, da hätte ich mir den Kampf sparen können. Aber was soll's, wir kommen, Quarr. Oder auch nicht. Ja, wir müssen warten, bis die anderen das Sicherheitssystem deaktiviert haben, würde ich sagen. Nun dann, lass uns loslegen. Ach, das muss ich auch noch selber machen. Ach du Gottchen. Na, ob das gut geht, da speichere ich nochmal ab. Wir haben keine Zeit dafür. Frau, was tust du hier? Na prima. Don't worry. Das ist das schwächere Team. Kann ich nicht, genau. Einfach mal. Was könnte ich denn? Da ist nicht viel drin, ne? Mal auf Reini könnten wir mal. Ja, sie kann eigentlich nur heilen in dem Sinne. Oh, nee. Lichtmittel, gebündelte Lichtexplosionen greifen das Ziel an. Ja, bitte. Ah, das dauert aber, bis das... Und komm. Das dauert sehr lange zum Aufladen. Photon. Lightning. And don't come back.
habe ich mir das nur eingebildet. Macht ihr das erst, wenn ich die Taste wieder loslasse? Das muss ich nochmal ausprobieren bei der nächsten Gelegenheit. Das habe ich jetzt, das Prinzip habe ich jetzt noch nicht so richtig verstanden. Ach du Göttchen. Ja, eben, sie hat ja auch so einen Teil. Aha. Stimmt, wir können ja unseren Gegnern ja auch von weitem Feuer unterm Arsch machen. Na, hier waren wir ja schon. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Ich verstehe gar nichts mehr. Ey, das ist doch völlig falsch hier, oder? Wenn das mal nicht die komplett falsche Richtung ist. Käse, oder? Oder nicht? Wir haben doch hier noch Türen. Ja, hier sind wir hergekommen, okay. Scheint verschlossen zu sein. Wir müssen nach einem anderen Weg suchen. Auch das noch, also doch außenrum. Kann ich hochklettern irgendwie? Nee, ne? Muss mich hier durchs Labyrinth durch... Ah! Durchhangeln. Kann schon sagen. Dann jetzt? Ist ja Quatsch, oder? Achso, nee, das war freilich völliger Quatsch. Das auch. Hab's schon verstanden. Keine Panik. Muss ich jetzt nur auf der Reihe kriegen. Ich weiß, was sie von mir wollen. Ja, zieh das Ding doch weg und schieb's nicht weiter ran. Was ist denn mit dir? Gut. Da haben wir hoffentlich unseren anderen Weg. Verdammt mich. Ach, was willst denn du? So, jetzt probieren wir das nochmal. It'll be over soon. No, you right. It'll be over soon. Hey, don't bother me. Es dauert aber auch, ey, bis sie da mal was auslöst. Stehe ich jetzt noch nicht so richtig, nach was sich diese Zeit richtet. Aber vielleicht sollte ich mal mit Colette oder Janice in den Kampf gehen. Ich glaube, das liegt mir besser. Ich bin halt mehr so der Offensive. Wir könnten aber mal ein bisschen Mischgel verteilen. Alle. Erdkarte gefunden, ne? Okay. Oh, okay. Aber das ist doch jetzt eher ungünstig, oder? Ja, los, kommt schon. Not much of a specimen. Ich hätte jetzt eigentlich gerne mit Colette gekämpft. You ready for this? You can't stop me. White tanky time. Damn, ready for this? I'll rip this. Get him! The lagmite. Keep working on it, okay? Dauert aber auch lange mit der Magie von Reini. Aber wieso kann ich denn, wenn ich schon Colette ausgewählt habe, nicht mit Colette kämpfen? Das finde ich schade. Müsste das nicht gehen? Is everyone all right? Who are you? Guardians of the Chosen One. The Chosen has come to rescue you. Now pull yourselves together. By the way, is there anyone here from Palma Costa? I am. Do you know a girl named Chocolat? Ah, yes. She underwent host body testing here. The test decides which ranch she will be taken to. I believe they said she was being taken to Aselia.
Isalia. I see. Thank you. Now then, let's get out of here. Everyone, follow me. Okay. Die sind erstmal raus. Na gut, dann können wir aber wieder rein hier nach vorne setzen, wenn das eh nichts bringt. Die Frage ist jetzt. Was machen wir jetzt? Genau so ist es. Ach. Nee, warte mal. Nee. Ich habe jetzt gerade sonst was gedacht, aber nee. Bringt uns das hier was? Hä? Okay. Von hier sind wir gekommen, ne? Das muss man erstmal jetzt verstehen hier, was das soll. Was wollen die mir damit denn sagen? Die Frage ist jetzt, schaltet das auf beiden Seiten um? Wenn ich jetzt darüber gehe, werden dann beide Türen mit dem einen Taster bewegt. Das glaube ich zwar fast nicht. Habe ich das Prinzip noch nicht verstanden, weil ich kann ja eigentlich den problemlos aktivieren. Ist ja kein Ding, weil wenn die beide hier auf der Seite, wo wir reingehen, zu sind, ist das ja trotzdem alles kein Ding, denn wir können ja hier lang raus und dann einfach hier lang gehen und somit auf die andere Seite. Schützt es das Sicherheitssystem? Damit geht's los. Not much of a specimen. Get him! Whistling! Light! Photon! How hit dual weight rush! Don't get in my way! Pancake time! Great light! Don't get in my way! Ich hätte insgesamt trotzdem viel lieber mit Colette gekämpft, glaube ich. Sorry, light, photon. How? Get him! Bicycle! Na, die ist jetzt nicht so die gute Nahkämpferin, muss ich sagen. Aber gut, was soll's. Wir werden das schon auf die Reihe bringen. Das ist es, na also. Wenn wir jetzt die letzte Taste drücken, die noch übrig ist, können wir Leute den Rest überlassen. Hey, schön. Weiß auch, wo die übrig ist. Da kann er jetzt eine Weile hinterher rennen, der Depp. Nicht renn da rein. Not much of a specimen. Na gut, komm. Dafür macht aber das Photon ordentlich Schaden, ne? So ist es nicht. Ich meine, über 500 Schaden, das ist schon nicht schlecht. Aber es dauert halt auch ewig, bis der Angriff mal losgeht. Gut, jetzt gehen wir hier durch die linke Tür. Müsste das passen? Naja, genau. Oh nein. Was hast du denn jetzt erwartet? Not much of a... War doch klar. Das ist nämlich jetzt hier das Problem. Oh, warte mal. Gib mal. Will ich das?
Nee, ich glaube, das will ich nicht. Wir geben mal ein Apfelgel an Colette. Oh, da war sie weg. Nicht mehr ganz geschafft, dann gib ihr doch mal ein Wasser des Lebens. Und direkt noch ein Apfelgel. Nimm dir eins, Colette. So. Ich kann halt nicht viel machen als rumstehen und und versuchen Colette nebenbei ein bisschen zu heilen. Gut, okay. Dann haben wir's. Immerhin besser als nicht. Das ist es. Wir müssen uns peilen und Quarzraum finden. Ja, das kann ich dir sagen, wo er ist. Das ist überhaupt kein Problem. Ah, sehr gut. Das hat sich bewegt. Warte nur, Quarz, ich krieg dich. Und warpen wir? Ich würde sagen, wir gehen in einen anderen Kampf, den wir uns hätte spalten sparen können. Na, egal. Ich wollte nämlich eigentlich speichern gehen. Da machen wir Qua in der nächsten Folge. Und ich bin auch blöde. Ich kann nämlich hier... Ich möchte mal das Speichersiegel brechen. So, komm, du gehst jetzt noch drauf, ey. Schnauze voll. More battles? Also. Gut, dann können wir jetzt hier auch speichern. Und beim nächsten Mal schauen wir mal, ob wir es mit Qua aufnehmen können. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, Freunde, das ist das Wichtigste. Ich bin jetzt erstmal raus hier. Bis dahin, haut rein!